Freut mich, dass du am Start bist. Wir versuchen mit Panda-Dinge. Erstmal 3er Krieger mitnehmen auf jeden Fall. Wir versuchen, dadurch, dass ja das Panda-System, das Panda-Drop-System so geändert worden ist, dass man jetzt easy Legendaries gedroppt bekommen kann, werde ich heute, denke ich mal, ein paar Runden versuchen, auf Legendary-Drops zu gehen. Aber hängt doch immer von der Runde ab und wann ich das gedroppt bekomme, was ich brauche. Ich warte auf die Runde, in der es Warlock und Disruptor gibt. Und dann maximal viele Ork-Stellen und Brewmaster dazu. Das wäre der Dream. Jetzt können wir maximal auf Disruptor gehen. Oder auf den Chiro-Drop theoretisch. Aquan-Drop und sowas. Ich meine, Chiro-Drop kann man auch machen, aber ich habe jetzt schon mal gut Krieger gezogen. Also spielen wir die Krieger erstmal und gucken, was dabei rumkommt dann. Das wäre ja schon mal eine schöne Sache. Ich kann auf jeden Fall einen Ork und nochmal einen Krieger mitnehmen. Also vielleicht gehen wir auch nachher auf drei Orks mit einem Dings, mit Brewmaster trotzdem drin. Aber wir gehen dann, glaube ich, nicht auf Dismiss, weil das lohnt sich nicht so richtig. Weil es kein Warlock und das ist dann schwierig. Für Legendary Drops ist es prinzipiell gleich geblieben. Also die Pandas haben sich generell geändert. Es gibt nur noch 3er Pandas, keine 4er Pandas. Und die Dropchancen für Pandas sind generell schlechter geworden eigentlich, Carlo. Aber wenn du auf Legendary Drops gehst, ist es so, wenn du einen Panda stellst, dann stellst du ganz viele Orks dazu. Du kannst ja nur einen Ork-Drop dann bekommen, wenn du Panda Dismiss noch machst. Beispielsweise machst du noch einen Panda Dismiss. Und dann kannst du noch einen Ork-Drop bekommen mit dem Orks drauf. Aber du kannst nicht die Orks, die Units gedroppt bekommen, die du auf dem Feld hast mit den neuen Pandas. Das heißt, wenn du ganz viele Orks schon stellst, kannst du die eigentlich gedroppt bekommen. Dann bleiben nur noch nach die Legendaries und Chen beispielsweise übrig. Außer noch, du kannst Bloodseeker. Stimmt, Bloodseeker kannst du auch gedroppt bekommen. Weil Bloodseeker ist nämlich auch im normalen Pool drin. In dem normalen Pool, der ist ein Dark Gear Pool drin, aber du kannst ihn halt gedroppt bekommen, weil auch wenn er ein Dark Gear Pool drin ist, so meine ich es natürlich. Ah, Will, danke, jo. Ich habe gestern schon so gespielt, dass ich einfach mein ganzes Feld voll mit Trolls gestellt habe und dann halt einen Trovalock gedroppt bekommen. Aber also ich habe mir gestern hab ich mir schon einen Trovalock geholt, eine Runde mal. Was passiert, wenn man dann alle auf dem Feld hat? Ich habe es noch nicht probiert, aber die Theorie ist, dass man keinen Drop mehr bekommen kann. Das ist die Theorie so, Latte, die ich so verfolge. Dass es dann einfach keine Drops mehr gibt. Aber gut, wenn man erstmal alle Orks auf dem Feld hat, dann hat man glaube ich schon, dann lief glaube ich schon ganz gut, wenn du beide Legendary Drops bekommen hast und Chen noch gezogen hast und Bloodseeker und so. Aber ist auf jeden Fall ganz cool vom Prinzip her. Aber ich glaube, das ist jetzt halt schon OP davon gesehen, dass man viele Drops halt kriegen wird. Ich gehe auf jeden Fall Level. Ich glaube, ich kann schon relativ bald stark werden mit dem Team. Das ist ein Random für mich. Oh Gott. Oh Gott, was für Items. Ich raste aus. Item-technisch war das jetzt alles nicht so genial. Den können wir noch ein bisschen besser stellen, auf jeden Fall, den Beastmaster. Ich verzichte auf die Typen hier. Hallo Loki, moin moin. Ich meine, für Anfang ist das kein schlechtes Item, ne? Die Boots, das ist ein ordentlich starkes Item, aber ich fühle es halt trotzdem als Item eigentlich nicht. Ja, okay, komm. Eigentlich kann ich damit leben, weil das Early Game gut carried, der Heal. Wenn wir noch zwei ziehen, stirbt der Beastmaster erstmal gar nicht mehr. Und ich habe Click and Place, ich habe gestern noch privat eine Runde gezockt, glaube ich. Deswegen habe ich Click and Place drin. Tiny, okay. Nochmal so, dann gibt er auch den Heal alles. Ja, das passt. Beide Orc Legendary ist da. Ne, leider nicht. Nur Disruptor ist da. Und wir haben noch keinen Brewmaster gezogen. Also die Runde eignet sich nicht richtig gut. Also eigentlich habe ich Bock heute auf Legendary Drops zu gehen. Wie gesagt, ich hätte Bock heute auf ein paar Panda-Runden. Aber dafür muss Brewmaster relativ early kommen. Und es muss halt was Sinnvolles im Pool sein. Ich meine, wir können Brewmaster nachher dazustellen trotzdem. Aber solange ich Winning Streak habe. Gut, man könnte maximal, wenn wir Level abgeben, könnten wir Brewmaster stellen. Und Juggernaut und ihn rausnehmen in den Centaur Warrunner. Dann hätten wir zumindest 3 Orks drin. Aber wir haben halt trotzdem dann den Element-Bonus noch drin und es gibt kein Enigma. Das Raptor und Bloodseeker ist irgendwie echt geil. Ja, das ist sicherlich auch gut, keine Frage. Aber ich muss halt echt sagen, die Krieger kommen halt aber auch schon wieder. Das ist fast schon lächerlich. Also wir ziehen echt gut schon wieder. Ich bin zufrieden. Ich bin durchaus zufrieden. Haben noch 2 Pärchen.
Also ich glaube, es ist keines Mal drin. Wir könnten aber trotzdem Late Game gehen und Schamanen mit Arkworn Disruptor sowas stellen. Das wäre trotzdem ein cooles Ding so. Mal gucken, was nächste Roll uns sagt. Und eine 12 bis 14 für Schamanen ready ist halt krass. Wenn du Ben Bloodseeker halt bekommst und dann bekommst du noch den Dings, den Disruptor, dann ist halt vorbei mit den zweien. Vor allem gibt es dir auch gleich dann noch so geile Orks-Energie mit. Da sind einfach zwei Leute rausgeflogen, what the fuck. Was ist denn hier los? Ja, okay, das war jetzt mal ein useless Roll so an der Stelle. Ich überlege gerade, ob ich den Mars wieder löschen soll, wenn ich gewinne. Und ich gewinne ja wahrscheinlich die nächste Runde wieder. Also vielleicht löschen wir Mars gleich. Für 10 Gold, das sollten wir fast machen. So, was gibt's denn hier Schönes? Ist auch witzig, ich kann ja kein einziges Ding ist angezeigt, wo ich genug habe. Weil ich hab jeden von diesen Taunts. Ich habe einfach jeden Taunt, der hier ist. Jeden einzelnen. Nee, ich hasse es, wenn ich Anti. All die Anti-Mage ist schon anstrengend, aber ich bin overall trotzdem stärker. Nur die Tiny Ult fehlt halt. Mit der Tiny Ult wäre ich halt OP gewesen. Hätte gar keine Chance gehabt gegen mich. Den Tiny bekommt er vielleicht sogar noch da mit dem Pack. Nee, okay, ist ausgewichen. Gedodged. Ihre. Wo bin ich momentan mega lucky bin, ist Late Game, okay, mit Forster Units, am besten mit Arkworn, dann zwei Ausstecker, zwei Broodmother, zwei Monkey und Venno. Ja, da habe ich auch. Oh, ich habe vergessen zu löschen, sorry, ich habe verkackt. Meine Schuld. Meine Schuld, Leute. Aber dafür könnte ich jetzt ihn reinstellen. Passt schon. Also Arkworn, also Arc 4, Arc hier, 4 Star Arc hier habe ich auch demnächst wieder häufiger gespielt. Da habe ich aber nicht so viel für YouTube dafür genommen. Ich hatte eine Runde, habe ich glaube ich für YouTube mal genommen, zwischenzeitlich mit Forster Arc hier, aber ansonsten. Aber ich hatte ja gestern die Runde, in der ich dann Shen und Monkey King und Snapfire, alle drei, habe ich ja noch hochgezogen dann. Die Runde gestern. Das hätte ich alle auf drei dann sogar. Und dann habe ich halt noch Dooms reingestellt und noch ein extra Snapfire und sowas dann. Aber das war krass. Also die sind auch immer, ist immer noch sehr stark Arc hier mit Force. Das ist immer noch sehr, sehr strong. Gerade mit Arkworn zusammen. Aber da hatte ich halt die Zeit, wo ich das. Oh, ich habe das ja mein, weiß ich nicht, drei, vier Monate habe ich mal ohne die Strat gespielt quasi. Ich bin immer auf die Strat gegangen im Late Game und dann. Fand es keiner mehr cool, was ich verstehen kann, irgendwie ein bisschen lame. Deswegen nehme ich sowas nicht mehr viel für YouTube und spiele es aber auch selber generell nicht mehr so viel. Ja, komm. Ich hätte den vorher manchmal löschen sollen, aber jetzt würde ich diesmal würde ich ihn auf jeden Fall löschen. Wobei, wenn ich dann Level 6 nachher gehe, komme ich auf Gold halt. Und 6er Krieger wäre es mal ein Ding. Verständlich ist eine geile Strat, ja. Und die war früher noch viel stärker, sag ich dir, Loki. Ich weiß gar nicht, Loki, du spielst glaube ich noch gar nicht so lange Auto-Chess, oder? Oder verwechsel ich das gerade? Ich meine, du bist noch gar nicht so lange im Auto-Chess-Game drin. Doch, doch, okay. Dann nehme ich alles raus. Irgendwann war der letzte dabei, der vor ein paar Monaten dazugekommen ist, der meinte, er hat es angefangen mit Auto-Chess. Ach, du hast eine lange Pause gehabt, okay. Installiert einen Tag nachdem es rauskam. Ja, vor so eineinhalb Jahren, als Arkworn das erste Mal rauskam, war die Strat halt Todes-OP, wirklich. Damals war Arkworn, Arkia, hat jeder gespielt, auch in den Legendary-Lobbys und so. Ja. Hallo Crystal Cat, moin moin. Kann er sich ans Telefon gehen, tut mir leid. Tut mir schrecklich leid. Wir haben gute Echo, wir haben jetzt gleich. Ja gut, wenn wir jetzt halt Beastmaster ziehen, haben wir keine Warrior. Wobei ich könnte doppelt Level abgehen im Zweifel sogar. Mit dem Relic wird sich doppelt Level Up vielleicht sogar lohnen. Hallo Surf, moin moin. Gehen wir den Heal auf alle? Ich würde schon gerne die Streak auch wirklich halten dann. Weihnachten gut überstanden, ne?
Ich habe Weihnachten sehr gut überstanden. Gestern auch nochmal. Gestern war ja der Familientag dann. Wer mich auf Instagram verfolgt, hat die Plätzchen auch sehen können. An der Stelle Ausrufezeichen Instagram. Die Story müsste sogar noch online sein, weil die war von gestern Mittag. Die sind immer 24 Stunden online. Die Plätzchen, hat meine Schwester gebacken, waren sehr, sehr lecker. Und dann hat meine Familie ein paar Stunden verbracht, so Mittag gegessen. Danach die Plätzchen halt, wie gesagt, Kaffee und Plätzchen. Und dann sind wir abends noch weggefahren, ein bisschen weit weg am Bodensee bei uns. Und sind dann noch laufen gegangen am Bodensee. Leider war es halt schon recht dunkel, weil es dann schon gegen Nachmittag war. Und da war es halt schon ziemlich dunkel draußen. Und vor allem war es dann auch einfach total regnerisch bei uns. Also leider hat es echt geregnet und nicht geschneit. Schnee wäre cool gewesen. Der Regen war halt lame. Boah, Snapfire und LD schon, Junge. Ich will die Streaks so gerne halten. Aber vielleicht halte ich die auch so. Ich muss auf Echo auch ein bisschen achten. Boah, ich warte mal eine Runde ab und guck, was passiert. Aber nächste Runde gehe ich auf jeden Fall ein Level, falls ich jetzt noch die Streak halt, glaube ich. Dann entweder Snap oder LD rein. Die sind beide sehr stark. Die sind beide relativ strong. Die Streak gibt uns halt auch plus 4er Grad. Komm, lass mal nochmal schwach sein. Der sieht sehr schwach aus. Wobei, der hat nur ein Level weniger, genauso wie Level 2, aber die Krieger müssten das eigentlich wegtanken. Alter, der Ding ist echt nicht so schwach, ne? Ich unterschätze den Centauro Warrunner, glaube ich. Der Schaden am Anfang gerade Early war schon ganz nice. Der ist immer noch Damage Dealer im Moment. Wird aber überholt von Mars, Alter. Das ist schon sad. Aber er hat mehr als Husk. Ah, ne, hat er nicht. Noch, jetzt ist er wieder oben. Er hat nochmal eine Ult gemacht. Das hat ein Husk geworden. Ja, der ist nicht so schwach. Ich unterschätze den, glaube ich, wirklich. Ich glaube wirklich, ich unterschätze den Jungen. So, ich gehe jetzt Level up und entscheide mich auch für einen Snapfire. Sollen wir jetzt ein bisschen auf Gold gehen? Ah, ich bin so unentschlossen. Wobei wir jetzt, wenn wir nochmal Level gehen nach Runde 15, könnten wir noch den LD dazustellen. Die zwei löschen reichen. Oder wenn wir ihn hochziehen, können wir den nochmal rein. Also eigentlich sind das gute Potenzial, den wir offen haben. Vor allem einen LD nochmal, schnell einen LD2 und dann. Ja, okay. Was ich mal testen muss, ist 6 Trolls durch 4 Wizards mit CK3. Besiegt mich momentan jedes Mal, wenn es da ist. Ich glaube, das hast du gestern noch erzählt, Loki, oder? Also ich weiß nicht, ob du es warst, aber es hat mir genau das hat mir gestern auch jemand erzählt, die Strat. Als ich Trolls gespielt habe mit Rob. Kann sein. Ja, also wäre jetzt komisch, wenn du das mir erzählt hättest und es mir genau jemand anders gestern auch so erzählt hätte. Also ich wusste auch, ich hätte auch nicht gedacht, dass CK so ein krasser Carry mit Trolls ist. Noch nichts gefunden, was dagegen gewonnen hat. Ja, wahrscheinlich wäre das halt, also wenn ich jetzt so schätzen müsste, wäre das Team, was halt dagegen halt wahrscheinlich übelst reißen würde, hätte ich gecallt, wären die Dingens hier. Einfach Stun. Stun-Units, ein LD, ein Witch-Doktor, vielleicht noch ein Snapfire, um den Kaiser wegzubannen, dann aber hauptsächlich sowas wie ein LD, der den Bär draufhaut. Oder einen Invoker vielleicht für uns dann. Irgendwas, was halt den. Trolls haben generell immer Struggle. Sobald Trolls einmal gestunt sind, bist du am Arsch. Und selbst wenn du dann so eine OP-Carry hast, das ist ja auch das Einzige, was so eine OP-Legion-Commander und sowas immer aufhalten kann, wenn die halt gestunt wird. Weil solange die noch hittet und dann noch ein bisschen Lifesteal und sowas hat, Legion-Commander hat eh Lifesteal, und Kaiser hat diesen Crit und sowas. Sobald die angreifen, kriegst du die nicht down. Aber wenn die mal erstmal gestunt sind, dann ein paar Hits drauf, sind die ja doch dann irgendwann down. Deswegen hätte ich das am ehesten gecallt. Oh, er hat auch einen Snapfire. Cool. Oh oh. Mein Snapfire ist down, aber er macht mal einen Wurf und dann ist er stunned und dann hauen die den platt. Ja, Slada muss doch nochmal rauskommen im Zweifel. Sehr gut. Vielleicht 9er Warrior sogar. Mit 9er Warrior hast du viel Stun, du hast den Patch, du hast den Slada und sowas und du hast den, das Chaos Knight sich selbst kaputt haut auf dem. Ist halt doof im Midgame nur gegen den Sachen reinzustellen und vielleicht sich seine Comp kaputt zu machen. Ja, ich würde es ja, ich geht auch darum Late Game. Wobei, du hast ja, wobei du bekommst, ja, einen Chaos Knight 3 bekommst du schon recht early zusammen. Also im Zweifel kannst du schon Runde 20, kannst du im Zweifel schon, wenn du echt gut gezogen hast mit Shrink Ray und so, mit einem guten Dismiss. Oder mit einem guten Dismiss ohne Shrink Ray, wenn du das Master Key hattest, kannst du im Zweifel, glaube ich, echt schon das fertig haben. Das Team. Oder? Also Chaos Knight 2 oder 3 auf jeden Fall kannst du bis dahin schon ziehen, nur auf In-The-Rolls und auf die Low-Star-Trolls. Gut, nimmst du Dazzle und Witch Doctor oder sowas, hast du auch selber echt nice Stun und nice Heal nochmal und so.
habe schon die Leute gespielt, die Runde 17 ist fertig hatten. Ja gut, Runde 17 ist halt sehr lucky dann wirklich, ne? Das ist halt nicht der Normalfall, denke ich. Hey, Rashid Sabi! Ich hoffe, es war richtig ausgesprochen. Moin, moin. Freut mich, dass du am Start bist. Es ist mir ein Fest. Ach, warte mal, ist noch Mages ein Ding oder nicht? Und oh, die Runde fühle ich keinen. Oh, warte mal, Doppelpatsch, Lul. Die Runde fühle ich Mages. Ich nehme jetzt trotzdem ihn raus. Die Runde fühle. Wobei, ich lasse ihn statt ihm drin. Die Runde fühle ich Mages nicht so richtig, das wollte ich sagen. Damit ich meinen Satz mal fertig krieg. Ja, komm, wir nehmen aber den 15% plus Damage mit. In der nächsten Runde könnten wir wieder über Level-Up nachdenken. Vielleicht ziehen wir einen Shen, dann könnte man nachdenken, 4 Orks zu stellen. Bald gibt es eh nochmal richtig Cashback, wenn die zwei rausfliegen. Also wenn wir jetzt die Sweep nochmal halten, wobei das ist jetzt einer, da können sie erstmal Probleme machen. Dann hat halt Mage Damage mit dem Multicast dazu, plus halt den Doom, Alter. Den Snap war ja schon mal komplett rausgenommen, die erste Unit. Wie kann man schon so öle Doom gelackt haben? Egal, ich bin trotzdem stärker. Dann brauche ich mich nicht beschweren, wenn ich trotzdem stärker bin als er. Ich sehe eine Arc-Warn-Runde, die Doppel-Snap und Lone-Read. Ja, könnte man spielen, aber fände ich jetzt fürs Late-Game nicht so cool. Und da ich jetzt eh mega stark bin, ich bin ja nicht in einem Rook-Grind oder sowas, versuche ich lieber sowas wie Schamanen ins Late zu bauen, glaube ich, damit es eine richtig coole, schicke Runde wird, damit so Schamanen oder so. Oder man spielt Arc-Warn mit Legendaries doppelt. Das wäre natürlich auch cool. Wenn wir richtig hart auf Late-Game gehen, könnten wir auch Arc-Warn Legendaries einfach stellen. Wobei einfach halt auch übertrieben ist. Ja, komm, wir gönnen uns das auf jeden Fall. Nehmen wir nochmal das Bärchen mit rein. Junge, ich habe so viele Pärchen. Bloß ihn die ganze Zeit schon. Ich müsste mal irgendwas hochziehen von, das wäre schön. La la la. Ich habe alles drin außer den LD, aber der LD soll eh noch einmal ulten. Danach ist der mir eh egal. Macht eh keinen Damage. In die Backline stelle ich den nicht. Nachher bekommt er nie seinen Bären raus. Ab nächster Runde könnten die, oder spätestens ab Runde 19, könnten die Gegner die Lows raus, die Randoms einer zumindest rausfliegen vielleicht. Da ist es sehr gut möglich. Okay, Carlos, kein so ein Snack. Assassins halt. Am Ende reicht's close. Weil natürlich schön ist, auf meinem Feld so einen closen Wing gehabt zu haben, um starken Gegner wegzuhaben. Weil gegen Carlo kann ich auf jeden Fall verlieren, wenn er gute Crits hat. Wobei, vielleicht waren das gerade schon gute Crits. Das habe ich jetzt nicht beobachtet. Alchemist. Jede Runde in Venomancer ist aber auch ein Zeichen. Jede Runde in Venomancer ist auch ein Zeichen. So, Leute, ich muss noch mal kurz. Die Reste vom Weihnachtsfest werden jetzt die nächsten Tage noch gefuttert bis Silvester. Dann Silvester und ab nächstem Jahr muss man wieder ein bisschen kürzer treten, glaube ich. Das ist, als ob ich mir das nicht jedes Jahr genau das gleiche vornehmen würde. Da habe ich direkt neue Instagram-Follower. Alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. So muss man das machen. Einfach mal ab und zu Werbung machen. Wo ist einer auf Great Vault? Da hätte ich natürlich auch drüber nachdenken können. Jetzt habe ich aber gar nichts gespart. Safe kommt jetzt der Chen. Okay, doch nicht. Wobei, ganz ehrlich, ich bin nach der Runde trotzdem fast auf 80 Gold. Great Vault geht easy dadurch. Ja. Die sterben ja auch noch, die zwei, die uns nochmal Gold geben. Also mindestens einer, gehe ich mal von aus, stirbt jetzt. Wobei, wenn die gegeneinander spielen, nicht. Und irgendwann auch Losing Streak, oder? Ich glaube aber, alle machen 10 Schaden. Also, 1, 2. Ne, ich glaube, wenn einer gegen Carlo spielt, bekommt er nur 9 Schaden. Er bekommt auf jeden Fall 10 Schaden und der bekommt. Ich glaube, er will wirklich genau mit dem einen Leben jetzt. Ja, aber der andere stirbt. Okay.
Carlo hat genau gegen den gespielt, der noch ein Leben genug hat. Dadurch hat er einen Rang mehr, weniger verloren als der Knight 2. Quasi. Ist ja funny. Wir verlieren uns. Okay. Ganz ehrlich, Leute, aber lieber Runde 19 als Runde 21. Oder? Lieber Runde 19, dann bekommen wir mal 13 Gold zurück. Ist doch eigentlich in Ordnung. Und ich glaube, es war Carlo, der uns. An die Carlo kann es ja gar nicht gewesen sein. Der Carlo kann es ja eigentlich gar nicht gewesen sein. Oh. Dr. Klinker. Jetzt Great Wall, please. Ja, das wäre sicherlich nicht bad. Schlecht ist nur, die Gegner werden immer stärker. Also wir werden immer mehr Probleme bekommen. Level 10 könnte wieder ein Bait sein. Aber wir haben 90%. Unser Team ist echt nicht so schwach. Also wir können mit dem Team auch echt noch mal eine Weile durchhalten, denke ich. Level 9 sind erstmal 900 Krieger hoffentlich da, wobei da fehlen mir noch zwei Stück für. Ich habe irgendwie so einen. Achso, ich habe Juggernaut immer noch nicht gezogen. Ich wollte gerade sagen, ich habe irgendwie so einen Lappenkrieger noch nicht gezogen. Der Chuck fehlt immer noch zum Beispiel. Und dann hat die Forstars. Oder ein Forstar zumindest. Hallo Weltmeister Genta, moin moin. Heute läufst du mal auf dem TV. Nice. Es ist mir eine Ehre, auf deinem Fernseher zu laufen. Ist ja auch witzig. Hörst du mich dann oder hören mich auch andere Leute gerade, wenn ich auf deinem TV laufe? Sonst wäre schon ein bisschen strange. So Leute, die mich sonst gar nicht schauen. Paul in Lebensgröße dann. Ja, genau, wenn ich im TV irgendwo links unten dann ganz klein laufe. Also hier. In der Ecke. So, ich glaube, ich muss mal wirklich jetzt aber die Handy-Vibration ausmachen, weil die triggert mich dann doch ein bisschen gerade. Wir bekommen jetzt nicht gerade viele Anrufe oder Nachrichten. Wir bekommen eher so Gruppen irgendwelche Nachrichten und das stört mich gerade. Und irgendwelche E-Mails und so. Okay, ich glaube, die Runde verliere ich auch schon wieder. Oder kommt das nächste Gold angeflogen? Das ignoriere ich einfach. Ja, wobei, ich sammle es ein und nutze es dann einfach. Oh, 5 Gold nur mit 100 ist aber wenig. Das ist was ein typisches Patrick-Pech. Meine Freundin aber, die kennt dich mittlerweile schon. Grüße geht raus an die Freundin. Tut mir leid, dass Ginter so viel Paul Paradoxon schaut. Ey, wie viele Pärchen ich habe. Ja, sorry, ja, 60 gedroppt. Der droppt ja nicht sein volles Gold. Ja, aber er hat auf jeden Fall mir nur 5 von 60 gegeben. Das ist halt wirklich nix. Das ist halt, ich meine, normalerweise musst du so um die 10 rum irgendwas gedroppt bekommen von so einem 100er, glaube ich. Also einer, der halt 100 Leben hat. Boah, wenn ich jetzt nochmal 2 auf die Schnauze bekomme, habe ich aber auch schon wieder mehr Stress, als ich gerne hätte. Zehn für jeden wäre fair gewesen, ja. Wobei, ich glaube, der raus ist. Früher hat er auch Gold gedroppt bekommen, der da raus ist. Aber ich glaube, es ist nicht mehr so, ne? Er hat auch keinen Goldsack rumliegen. Ich glaube, die tot sind, bekommen nichts mehr gedroppt. Ich glaube, das wurde geändert. Nur noch, wenn er dann quasi stirbt, während er den Drop schon bekommt. Mittlerweile nicht mehr, sagt Loki, okay. Time to shove off. Ja, dann haben wir zumindest die 900 Krieger mal voll. Die Frage ist nur, was bauen wir am Ende draus? Und bekommen wir jetzt mit 900 Kriegern erstmal weniger Schaden? Halten wir damit besser dagegen oder nicht? Nur 2 Level 2, aber Level 9 sein. Ich überlege gerade, ob wir mal. Wir könnten auch zwischendurch mal rollen einfach. Wenn wir halt kurz rollen würden und davon ein bisschen was hochziehen, so 2-3 von denen hochziehen, wären wir halt richtig stark danach. Den 900 Krieger gut fand, der ich immer schlecht. Die 900 Krieger sind eigentlich ziemlich stark. Wurden aber auch genervt, ziemlich. Muss man, also generell wurden Krieger, 6er Krieger auch genervt. Aber eigentlich sind 900 Krieger relativ gut schon.
Also dafür, wie einfach sie zu kriegen sind, sind sie stark. Vor allem, wenn die auf Level 2 sind alle. Wenn die 4er hochziehen kannst und vielleicht Legis hast, sind sie stark. Ja gut, wenn du Legendary Throw oder 2 dazu noch hast und dann noch vielleicht 2 Trolls auf Level 10, das ist schon ganz nice, definitiv. Also ich nehme mal die Units gerade noch mit hier, die anderen. Oh, lass mal kurz ein, zwei Rolls machen. Ah, oh, fuck. Oh, ich muss mich jetzt entscheiden, was ich machen will. Ich will eigentlich keinen Arc Warner Kier spielen. Und ich will echt. Wir müssen ehrlich sein, das ist das perfekte Setup für Arc Warner Kier, was wir gerade hier bekommen. Aber wollen wir das spielen? Oder löschen wir jetzt einfach hier Sachen wieder und spielen das nicht? Ich mach's jetzt so, ich lösche die zweimal kurz und denk noch drüber nach. Kauf ihn aber, mach Autokombinationen aus, dass der sich nicht hochlevelt. Und ich hoffe, dass ich ihn überständig automatisch erlevelt. Okay, macht er nicht, Ehre. Dann nur Arkworn ohne Akir, auch wenn es perfekt in die Richtung geht. An sich wäre Schaman halt geiler. Ja, ich überlege halt gerade, ob wir einfach das ignorieren und einfach Arkworn Legendaries oder so versuchen aufzubauen. Ich meine, Echo werden wir haben noch im Late Game. Wir haben jetzt einen Upgrade auch gezogen. Ich hätte immer noch gerne hier ein, zwei Upgrades mehr, muss ich ehrlich gestehen. Aber da haben wir nochmal ein Upgrade. Damit könnten wir uns jetzt zufrieden geben und jetzt auf Level gehen. Ich tue jetzt auf jeden Fall die Sachen auf Huskar. Wobei Huskar ist gar nicht mal so smart, die Runde ausnahmsweise. Weil die Assassinen den wegritten. Also gebe ich das jetzt einfach alles. Patsch. Dann gehe ich jetzt Level. Einen Gott könnten wir noch reinstellen beim Level Up. Ich habe ein bisschen Schiss vor den Viechern. Die sind gar nicht mal so safe. Beast Chiro. Oh, Beast Chiro ist natürlich auch ein Ding. Beast Chiro ist auch frech. Aber Beast Chiro ist trotzdem nichts Besonderes. Nicht so besonders, sagen wir es mal so. Beast Chiro habe ich auch. So Legendary Akir wäre halt so. Das wäre halt richtig geil. So. Schiff könnte es gut kommen. Das wäre wichtig. Oh Gott, ich habe hier richtig Struggle. Oh, das da nochmal. Okay, Schiff kommt raus. Okay, easy. Das sah erst irgendwie schlechter aus. Irgendwie kann man so schlechte Items eigentlich ziehen die ganze Runde. Mach wieder ein Random. Kann nur besser werden und wurde auch besser. Sehr gut. Runde 25 finde ich die 3x Creep Runde echt. Ich finde Runde 40 immer echt hart. Wenn ich sehe, dass Runde 25 ist, stelle ich meistens einfach einen zweiten Nager irgendwie rein. Also für alle, die Runde 25 Probleme haben, wenn ihr irgendein Team habt, wo ihr noch ein, zwei Spaces frei habt oder eh schon ein Nager spielt, stellt einfach noch einen zweiten Nager rein, dann ist Runde 25 meistens recht easy. Weil die machen ja Mage-Schaden, die Viecher. Und wie gesagt, mit dem zweiten Nager geht es immer ganz in eine gute Richtung, würde ich behaupten. So spiele ich das immer. Runde 40, weiß man, ob die schafft oder nicht. Runde 40 hat ihr Nick mal. Sind aber auf jeden Fall schwierige Runden als andere, das stimmt schon. Ich fand lange Runde 15 auch schwierig. Aber inzwischen, seitdem die Wölfe ein bisschen genervt haben, geht sie besser. Manchmal tue ich mir Runde 10 sogar schwer. Wenn ich Losing Streak spiele und nichts sammle und dann irgendwie einen Quatsch reinstellen muss ohne Fernkämpfe, bist du Runde 10 auch am Arsch. Oh Leute. Das sieht doch gleich gar nicht so schlecht aus. Ja, komm. Würde den Ding noch löschen. Den Ex oder den Juggernaut, würde ich schon, glaube ich, sagen. Der bringt uns richtig viel Gold. Sind 4 Gold Zinsen, die das bringt. Ja, das Ei ist frech. Carlo AM hast auch das Ei. Ja, das Ei kannst du halt echt leider vergessen. Das ist so scheiße. Du könntest richtig starke Aktier schon haben. Wenn der Doom rauskommt und du nochmal ein zweites Aktier stellst, wärst du brutal stark halt schon. Ne? Aber dann kommt das Ei einfach und das gönnt einfach nicht. Man kennt es. Man kennt den Struggle.
Ich glaube, ich lösche Gyrocopter und gehe wirklich. Wir versuchen wirklich Aqualuck hier aufzubauen, Leute. Wir machen jetzt ein Dwarf Dismiss nach der Runde. Und dann rollen wir auf Aqualuck hier. Und so Aqualuck hier mit Legendaries halt. Oder einfach nur Aqualuck Legendaries, mal gucken. Aber ich ziehe damit durch. Ich ziehe damit richtig durch. Hier schon mal der erste Techies. Da ist das. Dann ist hier schon mal der Dwarf Dismiss. Nehme ich mal noch einen Wizard einfach so mit für Runtergold auch. Vom Gold runtergehen auch. Runtergold auch. Das Eis in mein Bild. Mein Ei geht super schnell auf 8 von 9, dann wächst es nicht. Ich hole mir nächste Runde ein weiteres und es wächst in 10 Runden kein Mal. Kackding. Höher als Level 2 versuche ich damit nie wieder. Ja, ich hab ja oft das Problem auch wie Carlo, dass das Ei einfach die ganze Zeit. Guck mal, jetzt hat er wenigstens hochgezogen. Gut, dass ich da vorher noch gegen Carlo gespielt habe. Ich habe ja auch das Problem, dass der auch bis Runde. Also ich hatte ja auch schon gehabt, dass der auf 1 von 9. Ich habe ihn reingepackt in Runde. Runde 11 oder Runde 21, ich weiß nicht mehr, die war auf 1 von 9. Dann habe ich ihn bis Runde 30 ist der auf 1 von 9 geblieben. Und dann holst du halt so eine Unit wieder auf Level 1 raus. Und denkst du so, ja geil. Ich habe jetzt die ganze Zeit das war Pangolier damals. Ich habe die ganze Zeit Pangolier nicht gespielt. Hab den die ganze Zeit quasi weggelassen und jetzt kann ich also nicht benutzen, obwohl er stark gewesen wäre in meinem Team und jetzt ziehe ich nicht mal hoch. Das ist halt auch echt. Die übelste Dreistigkeit. Dreist! So, Leute. Ich nehme mal die schon mal mit, vielleicht. Da ist ein Disruptor. Asgar. King. Vielleicht müssen wir zwischendurch mal Monkey King spielen noch. Übergangsmäßig. Wir müssen erstmal gucken, dass wir erstmal Legendaries bekommen dann gleich. Monkey King sieht's bis dahin. Hab auch kurz überlegt, ob ich auf mit Shen auf 4er Orks gehen soll statt 9er Krieger, aber eigentlich fühle ich mich ganz wohl mit den 9er Kriegern. Es läuft gerade ordentlich. Und die Sekunde später verlor ich meine Streak. Also was war eine Streak? Ich war kurz vor der Streak, denke ich mal. Ah, wenn der nochmal. Der zieht ihn weg. Okay, Ehre. Jetzt bin ich ein plus 2er Streak, zumindest in der kleinen. So. Und du wird man mal mitnehmen können noch vielleicht. Ja, das wird auf jeden Fall Legendaries. Ganz viele Legendaries mit Doppelten und damit Akir von mir aus dazu. Ich mache auf jeden Fall Autokombinationen jetzt wieder rein auch. Der Trovoat kam richtig gut gerade, das ist true, ja. Also es ist auch schon ein übelst starkes Krieger-Team, ne? Also egal, wir können auch einfach starke Krieger spielen. Wir haben echt alles offen, theoretisch. Oh, schöne Items auch, das waren ordentlich Items. Nochmal Great Vault mit. Und was wir für eine Echo die Runde haben. Was wir brutale Echo-Vorteile haben, ist crazy. Das ist nochmal Troll Warlord. Der ist nice, ist der böse. Ja, bei ihm drin, stimmt. Vier Trollwords, aber Chuck immer noch auf 1. Man kennt's, der Klassiker. Vielleicht bekommen wir die Runde mal ein Trollwort Level 3 hin, das wäre natürlich ein Träumchen. So ein Troll-Try, da sage ich nicht nein. Wir müssen nur nach und nach jetzt dann gleich wegswitchen von den Kriegern einfach. Auch einfach platztechnisch. Problem ist, wenn wir jetzt schon Akir stellen, machen wir den Gegnern jetzt schon viel mehr Schaden. Aber andererseits will ich selber meine Wins halten. Komm, scheiß drauf. Das ist einmal, das sind 4 Gold einmalig.
Wisst ihr was, wir holen die Blutmaler später wieder. Die Legendäre sind aber wichtig. Wow, natürlich kommt der jetzt. Oh, ich habe vielleicht ein bisschen gerade Geld gewastet, oder? Dass ich 100 auf 100 gegangen bin. Aber ich habe auch so viel Gold, ich kann gar nicht mit dem Rollen hinter, komme ich gar nicht hinterher. Ich komme wirklich vom Rollen nicht hinterher gerade damit, sorry. Hallo Masi, moin moin. Aber jetzt habe ich wenigstens das Feld umgebaut, jetzt habe ich wieder mehr Platz, jetzt kann ich auch ein bisschen entspannter wieder rollen. Das Problem ist halt, ich bin schon richtig eklig. Die Monkey Kings sind so stark gegen Elfen, ne? Ja, die waren ganz nice anscheinend. Enchanted, I'm sure. War nur 5 Gold, ich gewastet habe, ja, das geht dann ja noch. 5 Gold ist ja echt im Rahmen bei der Echo, die ich hier besitze. Kann man da echt mal drüber hinwegsehen, ausnahmsweise. Wir haben ja noch einen guten Carry, das macht die Sache halt noch geiler einfach. Enchanted, I'm sure. None can stand against Sun Wukong. I'll just sharpen my spear. In green, I go. Ich würde noch gerne ein paar Legendaries mal ziehen, halt auch. Damit das Team noch unendlich cool wird. Böses Team, ja, ist jetzt schon böse, das stimmt. Aber die Legendaries, die Doppelten, wären halt cool. Noch so ein paar. Ja, okay. Wir sollten noch auf jeden Fall, wir sollten den Dings austauschen. Warlocks brauchen wir eh nicht. Wir sollten lieber noch einen Assassin reinstellen für die 2 Legendary Assassins. Das wäre vielleicht noch ein Ding. Also wenn Zen King ziehen, auf Zen King mal achten, ne? Ja, das Team ist halt einfach stark wegen Akir, ne? Also die Monkey Kings mit Akir sind halt böse. Gerade mit Arkwon ist nochmal böser, also. Ist schon ziemlich böse, das Team. Und wir haben ja den Spawn, den kleinen Dings, wir haben den doppelten Monkey King, also ist schon auch jetzt böse, würde ich sagen. Das ist schon jetzt auch schon sehr, 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 sehr böse. I'll just sharpen my spear and I'm ready to go. Nee, ich will ja Zen King ziehen, darum geht's mir ja. Wir können ja die Dinger auch, die erstmal doppelt spielen noch. Und wir spielen auch gegen Akir, aber er hat, ich habe halt dann die Akir Legendaries gleich. Und er hat die Akir Four Stars eher. In der Zeit bin ich auf jeden Fall stärker. Ja, ich denke auch. Ich glaub's fast auch. Boah, das ist jetzt nochmal richtig asozial, Alter. Das ist jetzt nochmal richtig asozial. Oh, jetzt habe ich Zen King übersehen. Ich hasse mein Leben. Warte mal,
sollte nicht übertreiben. Ich sollte nicht übertreiben. Wie schwer fällt. Ja, ich glaube auch, dass die Trolls ehrlich gesagt nicht so viel machen. Komm, wir bekommen ja sogar unser Gold zurück, das ist ja noch geiler jetzt. Noch als sieht. Ja, schauen wir mal. Platz. Ausrufezeichen Platz in den Chat. Das ist auch nice. Mal gucken, wie wir gegen Carlo ankommen. Aber wir haben jetzt halt wirklich einen doppelten Entrover mit Trident, ne? Oh, er hat auch eine Quark 2. Aber allein der Trident sollte das jetzt komplett auscountern von Carlo. Wobei es echt ein Battle ist, trotzdem. Templer noch. Was ein Stress, übel. So. Immer noch mal einen Doppel Trollwallot hinbekommen. Aber wir haben die Juhu zu wenig auf dem Feld. Lul. Mein King runterstellen. Nee, ich will meine Legendaries doppelt stellen. Ich lasse Mein King auf 3 einfach drauf als eine fette Carry Unit. Aber ich glaube, das war es eh schon. Ich glaube, das war schon der Damage, oder? Ja, ich hätte lieber noch, also jetzt weiterhin doppelte Legendaries gestellt. GG, schöne Runde. Sehr, sehr schöne Runde. Legendary Akir war auch der richtige Call am Schluss, hätte ich gesagt. Schade nur, dass wir nicht ganz nochmal so eine doppelte Quop oder so wäre auch noch cool gewesen. Aber jetzt wäre nochmal Triple Quop drauf gewesen. Wir hatten Triple Trouble Level 2 drauf. Es war tatsächlich brutal, Leute. Deswegen wird es auch, obwohl es eine Argon Akir Runde war, weil es Argon Legendary Akir war, es wird auf jeden Fall eine YouTube Runde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Junge, dieser Versprecher.